Kann man nicht vergleichen mit heute. Ach, du Kater, da ist ein Knochen. Das ist vom Menschen. Servus, Leute. Es ist jetzt schon fast 10 Uhr. Wir sind jetzt mal im Dunkeln unterwegs, und zwar in Frankreich. Und wir gucken uns einen größeren Bunker von der Maginot-Linie an. Wie heißt das? Groß-Ouvrage. Ja. Steht aus 3 Kampfblöcken. Unterirdische, großes Magazin. Küche, Lazarett, alles. Das ist das komplette Paket. Gucken wir uns jetzt mal an. Mal gespannt, wie es wird. Wir sind jetzt gerade vor Ort. Jetzt müssen wir nur noch das Teil der Eingang finden. Ja. Und da irgendwo ist das noch eingezäunt. Da sieht man noch die alten Stachelzaunpfosten. Verschwinden. Hier sieht es doch gut aus. Oh, 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 hier geht es aber tief runter. Das ist eine Treppe. Cool. Ja, hier oben rum. Haben die rausgeschossen? Ja. Immerhin schon mal eine Treppe, die da unten aufhört. So. Komm, ich schubst dich. Da richtig? Da war vorher offen, da ist jetzt nicht mehr offen. Da ist. Da war Suchschein, aber. Cool. Der war hier drin. Okay, das Ding auf. Okay. Oh, schade. Da komme ich nicht durch. Ist aber noch nicht so lange zu. Yeah! Und das sind die stabilen Bretter. Vorsicht. Gar nicht, scheiße. Ich würde sagen, du lässt es da. Schieb's noch ein bisschen nach hinten, sonst liegt es mich vorne gar nicht mehr auf. Halt dich gut fest. Halt dich fest an dem Ding. Komm. Ach, langsam. Schon nicht ganz ohne. Halt mal. Hier hat er Volltreffer gekriegt. Das durchkommt bis auf die andere Seite. Habe ich der Handy noch? Ich hoffe es. Aber ich bin neu, oder? Ach, guck mal da, das ist doch alles Granate. Ja, die hat es erwischt. Würde ich mal sagen. Ja. Das sind Nummer 3. Warst du hier schon mal drin? Ja, schon mal auf. So. Ich finde das Ding geil. Das war MG. Aha. Hier raus aus dem Loch oder was? Da. Okay. Und hier war Lars Head für Kanonen. Mhm. Die Kanone hatte Volltreffer. Die konnte, war schwenkbar oder was vorne? Die war vorne schwenkbar. Hier. Kampfraum. Geschützschaden. Kampfraum. Geschützschaden dahin, Sprachrohr. Wie über das Ding hat man gesprochen? Ja. Und was? Was war doch was? Ja. Das ist unten der Diamantgrabegang, da konnten sie so Handgranate runterwerfen, wenn du unten in der Treppe war. Geil. Also wenn jemand runterfällt oder was? Ja. Hier, ja. MG, Schlauch und hier sind die ja Patronenhülse in eine Grabe gefallen. Das heißt, hier drin war dann Platz. Hm. Und der Graben war deshalb da unten, wegen der Überdeckung von der Schad, okay, der vorne ein Treffer geht. Der Graben war genau ausgelegt für so viel Beton, wie da oben dran verbaut ist, konnte runterfallen. Ah, okay. Also ist ja nicht vor der MG-Reihe geblieben, sondern ist eine Graben. Konnten die weiter schießen. Was hier? Das Sprachrohr.
Ja. Geschützt worden. Ach, wo wir eben oben gesehen haben. Der G-Stand. Cool. Funktioniert er noch? Hier ist ein Adipatoren. Ach, wie geil. Guck mal, die Kette ist das noch die originale. Ja. Boah. Die Türen waren A, die dort der jetzt glaube ich nicht. Aber die andere, wo wir gleich sehen, war aus, die andere war ausfahrbar und drehbar. Okay. Kurz noch die Originaltür. Geht die noch? Guck mal, die ist noch. Ja. Oh, die funktioniert sogar noch absperrbar. Ist das Ding groß? Ja. Was ist das? Ich habe schon versucht, die Spindel zu klauen vom Munitionsaufzug von unten. Ernst jetzt? Der war aber wahrscheinlich so was wie der Kopf. Wieso? Der kriegt man doch sauleicht raus. Da haben sich aber nicht angestellt. Die hätten doch einfach hier raus, hier rein und dann wäre er draußen. Sind die dumm? Ist das sowas wertvoll oder was? Ja, wer brauchen sowas? Und was denn die Optik dran? Was ist denn das? MG? MG. Lüftung. Da hausen jetzt nur noch Spinnen drin. Dicke Fette. Das ist ja die Lüftung. Ja. Und halt Abflug für Dings. Für was? Es hat Gehisch. Und da war ich nur in die Verkehr Flammenwerfer verbaut. Aha. Das glaube ich nicht. Guck mal hier. Das war das Getriebe zum Drehen von Schütz. Cool. Die Kurbel. Dreht sich aber noch. Und was noch? Das ist doch original erwähnt. Ja. Wie geil, muss man überlegen, wie alt das ist. Da kann ich schon mal hochkrabbeln, natürlich auch. Nö, da will ich ja nicht hochkrabbeln. Was sind das? Ist alles für die Lüftung oder was? Hier sind auch so Kurbeln irgendwo, oder? Ja. Luftfilter. Was war hier drin? Das war so eine Nische. Ich denke nur, dass hier Telefon oder irgendwas drin ist. Okay. Ach, hier geht es ja noch runter. Freilich. Aktivkurbel. Das ist original. Wie geil. Oh, guck mal, wie riesig das Ding ist. Die haben sich die Aktivkohle geklaut, oder was? Ich weiß, dass die nicht so ganz billig ist, aber. Kannst du übertreiben. Geschützturm? Was ist das für ein Teil? Nur ein Schutz für die Lüftung oder was? Das ist eine Heizung. Ah. Heizung, gut. Da sind die hochgeklettert, haben dann oben drin geguckt und haben geschossen. Ja. Das konnte man runterfahren komplett oder was? Das war der, wo man oben gesehen hat. Ich glaube, das ist das erste Video, wo man dich reden hört. Der noch ein Kampfraum mit einem Ding. Okay, ah, das war wo? Normaler MG war ja. Wahrscheinlich Zwillings-MG. Und hier in der Deck. Mhm. Nee, Quatsch, hier war hier doch, da war MG. Mhm. Und hier in der Deck war so schön. Da hat Kanonen. Und da macht er wieder MG runter, Kanonen dran. Da Kanonen weg und MG hoch. Wie geil. Was ist da vorne noch? Das ist noch der alte. Oder ist sogar noch der Holz, der Gummigriff, wo sie dann aufgezogen haben zum Festmachen oder was? Cool. Gut, da unten ist das, war da Telefonkabel oder irgendwas? Wahrscheinlich. Bei uns im Westwall ist es ähnlich gemacht. Guck, was hier rumliegt. Abgefallen von irgendwas. Gummidicht. Wie alt das Ding ist, mal funktioniert. Wenn du dir jetzt mal überlegst, dass das von früher ist, also die Finger abdrückt von deinen Leuten, wo das da abgedichtet haben. Längst nicht mehr leben. Wo ist denn das für ein Raum? Jetzt wird's spannend. Geht bergab. Ja, man musste jeden Platz ausnutzen hier. Das ist mal eine, wie nennt man es? Stromverteiler. Stromverteiler, genau. So, den habe ich zu Hause nicht verbaut. Ja, gibt ja voll nach. Ups, sorry. Wo geht's noch auf? Kann man sogar hoch, machen wir hoch, ich film rein.
Und dann mit der Lampe machen. Und sowas. Muss man überlegen, wie die das gemacht haben. Die haben von unten hochgearbeitet, das ganze Zeug rein, das würdest du ja anders gar nicht reinkriegen. Wie denn? Das Ring kommt, das war doch auch oben, das ist Ingang. Das hier ist so viel, ich weiß, war der Hauptbunker, also kam es von Ellen. Okay. Das war Klo. Das originale Klo von früher. Cool. Was man sich über ein Klo so begeistern kann. Ja, noch richtiger Duschraum. Von Willow Fröhner hatten 3,5 Sekunden. Das war kein Duschraum, das war scheiße. Was da unten? Warm Wasser, oder? Wasser. Da unten war der Abzug zum Abdreck. Und wieder Ringgeschiss. War ja klar. Im Ernst jetzt noch die Scheiße von früher? Das war die Sammelgruppe, das ist das Setting da abgebrochen. Oder da liegt noch was drin, da, ne? Das ist die Original-Scheiße. Das hier war jetzt schon so offiziersmäßig, weil. Was? Ach so, wegen Stuck. Haben sie sogar schick gemacht. Elektroheizung. Okay, Heizung hier. Hier ist der schicke Stuck. Ja, ich nehme nur das hier so. Da ist aber schon irgendwas geklaut. Irgendwas abgebaut oder was? Guck mal, hier ist auch die Wand schön gemacht. In Anführungszeichen schön. Da noch ein Tank. Was ist das hier? Warum ist jetzt ein vielleicht mal runter? Oh, hier oben ist eine Deckengarage, können wir irgendwas runterbringen. Ja. Aber das ist halt ein falsches Stück. Bank? War es so ein Aufenthaltsraum oder was? Ach so. Guck mal, ist jetzt noch das Teil? Das Schwammtüte. Ich denke, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob die jetzt Flammenwerfer oder was heißt denn, dass das wilde Flammenwerfer dran war, dass das doch hier dann der Tank war. Ach so. Ich weiß nicht, ob die interessant ist. Aber da spalten sich die Meinungen. Ich lese auch jetzt auf Westfalen hier. Ja. Guck mal, da gab es noch einen Kabelbrand. Also sieht man mal, wenn man sich auskennt mit den Locations, ist schon interessant, was man da alles hört. Hätte ich jetzt überhaupt nicht gewusst. Nicht mal für was welcher Raum ist. Aber es geht noch weiter. Ich bin immer fertig. Im ganzen Bunker. Ein Teil, ja. Wie? Aber es ist noch ein Teil. What? Wie viel tief geht's da? What the fuck? 20 Meter. Willst du mich verarschen? Wir gehen jetzt 20. Das war der Aufzug. Wir gehen jetzt 20 Meter tief noch runter. Eine Eingangsverteidigung, da hinten dran war der Eingang, die Tür, die Haupttür. Ah, hier hat man durchgeschossen. Ja. Guck mal, hier noch alles. Ja, das ist halt das Loch, das hat es halt durchgeschlagen, da hat die Wand rausgehackt, wie der vorne getroffen wurde. Ja. Da muss man gucken, was das für eine Kraft war, was das für da durchgeschmettert hat. Ich denke, der Modell, wo hier gestanden hat, der Eingang verteidigt hat, der hat es mit. Der ist mit drauf dran. Ja. Da war mal die Haupttür, das wäre mal das der Hauptkampf. Ja. Wenn du das Zeug reingekommen. Hier haben wir einen Aufzug geschafft. Aber irgendwo, da ist das Rote. Irgendwo ist noch ein Schacht, da hängt noch so ein Seil, ein Korb. Da haben die auch große Sachen genommen. Da draußen ist ja irgendwie so ein Anfahrtsraum. Guck mal, die ganzen Kabel sind noch da.
In anderen Häusern sind die schon, in anderen Bunker sind die schon alle geklaut. So, jetzt geht's richtig. Guck mal, sogar die Winde hier mit richtig schön. Ach du Durchfall. Geh mal vor. Abgasrohre von der Motor, was nach hier hoch kann, Lüftung. Die ist ja so tief runtergegraben. Und jetzt ist da ein Feld für Kühe. Halten immer noch. Wahrscheinlich wird es sogar noch funktionieren. Da kann ich richtig von ab. Oh, das ist ja gut, dass ich keine Höhenangst habe, gell? Ich spür's halt nicht, dass wir das Ding drin sind. Ja, aber die Bremse ist so, noch recht traurig. Nee, ich geh da nicht drin, ich glaub doch nicht. Ich glaube, ja. Ach du Scheiße. Oh, ich laufe jetzt aber ganz weit aus, das kann ich dir sagen. Ich hoffe, da steht kein Wasser. Ich habe meinen Gummibus nicht dabei. Wird reichen. Die cool ist, die haben keine Schraubbinde gehabt, die haben wie am Auto. Zum Stecker. Zum Stecker und Träger. Ah, okay. Und die haben auch hier so Holzrei, die haben 10 Volt mehr gehabt wie mir. Okay. War geklaut. Die waren so ein Leuchtschilder drauf mit Pfeilen. Sind das Lampen oder was ist das? Ja, da liegt. Du scheinst hier mit Trichter oder Deckel auf so ein Rohr drauf, also Flammenschirm. Ja. Achso, sind das schon? Achso. Das ist ein Herzkerl. Was ist denn der hier unten? Runterschmissen. Was sind das für Dinger hier? Schlagen. Das war ein Herzkerl drin. Achso. Das ist ein Kerl. Oh, wie? Das war nicht nach oben. Da hinten noch? Da haben sie aber früher Drohne drin gelassen. Hier drinnen? Munition und Leiche. Ja. Guck mal, hier ist noch irgendein altes Fass. Ist noch irgendwas drin. Das hier ist anders. Die hätte ich ja eigentlich von hier und die Lampe. Warum nicht? Aber irgendwo Kabel. Gut war. Hm? Ist da aufgemacht. Ach, das war der Sinn der Sache, dass wir es wieder machen können. Das war als Reserve, genau wie hier. Da hinten auch. Das hat es gemacht, das halt von oben. Ich kenne Feuchtigkeiten, die Lampe. Ja, ja. Das hat die Acker so quer dran gemacht. Das ist ja relativ hoch. Das ist wieder Heizkörper hier, das. Das ist ja Warmluft, ja. Und das ist auch Luft. Grün ist immer Frischluft und Gelb ist auch Luft. Rot ist Abgas von der Motor. Da ohne das? Filter nur war da drin, oder? Lüfter. Gut. Boah, ist das Ding weit. Guck mal, wie weit das geht, Alter. Das ist ja wie im Horrorfilm. Das ist immer wieder wie im Horrorfilm. Alle 2 Minuten sage ich wie im Horrorfilm. Ist halt so. Motor vom Aufzug. Boah, wie geil. Guck mal, da ist noch das Original Schmieröl oder was. Ganz Elektrik, Simplex, Paris. Kommt der Motor hin. Ach, drehen lässt sich nicht mehr. Guck mal. Noch ein Schuh von früher. Sicherung, Schaltung. Steuerung. Kann man nicht vergleichen mit heute. Das ist riesig. Es gibt einen Dorn. Ach, die Seile. Ja. 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 Das machen wir hier. Da kommt man dann. Guck. Mit Raubitz. Können wir da noch drinnen liegen? Nix. Ach, jetzt gleich, aber der geht nicht mehr. Ja. Oh, da steht sogar noch was drauf. Komm, vielleicht kann man es ja lesen. Gut, George, Elvira, René, irgendwelche Namen. War der noch da das letzte Mal? Die haben das Ding da hochgeschleppt. Cool. Guck mal, am 3.12.95 war jemand hier. Max Ruck. Hier
Ja? Gibt es da noch Bilder, wo der ist, oder was? Warte, ich schwamm mal deine Krümel. Guck mal, wie geil. Hm? Warte mal. Ja, ich guck, ob es noch funktioniert, ob es gut geschmiert ist. Das geht nicht. Oh, es geht noch auf. Komm. Weißt du, wie ich, die Dinger hätte ich gern. Die sind cool. Die kannst du halt noch einbauen. Hier die Wurst, an die dann. Cool. Das war von den Franzosen, war das hier, oder? Das war von den Nazis. Franzosen. Ja, das war rot und sind gekocht. Cool. Cool. Ja. Weißt du, warum das hier drinnen liegt? Die haben die Dinger angesteckt und haben sich das Zeug rausgeholt. Das Kupfer oder was auch immer da drin war. Dann funktioniert es noch. Ein bisschen wärmer. Ach, da geht's ja weiter. Herzstück. Wie geil. In jedem Bunker von der Maschinenlinie im Maschinenraum genau. Das ist der Maschinenraum vom ganzen Teil. Das ist ja wohl der coolste Raum, den es gibt in dem ganzen Teil, obwohl ich nicht alles gesehen habe. Jetzt mal, welche Schuhfest der Bauernhof neben dran steht. Cool. Was ist denn das für ein Ding? Da hat der Generator hinten dran. Stromfahrer. Die Zylinder. Dreizylinder. Diesel. Guck mal, was ist das? Smart Paris. Siam. Aha, Siam. Die hat später einen Traktor und schätzt ins Schiff hier. Was ein Teil. Drei Zylinder, ich glaube, es ist Zweitakt-Dieselmotor. Aber es ist Zweitakt. Die Kurbel. Mhm. Die Kolbe und die Bläuler sind alles geklaut in die Zylinderkette. Aber ich glaube, es war Zweitakt. Oder war die Öl? Mhm. Ich denke aber. Was hat er da unten drin gestanden, oder was? Es ist noch Öl drin, aber das ist alles schädigert. Dick. Das Typische ist sogar geklaut, das gibt's da nicht. Das ist der Generator, der ist noch drin. Wir waren zu groß zum Rausholen. Kupferspule, da ist das so schwer. Der Regler, das war riesig, über den müssen wir die Lichtmaschinen. Der Regler, alles haben sie geklaut. Mit den alten Fliesen hier. Cool. Welche habe ich in der Küche, so ähnliche? Die könnte sogar noch von der Porzellanfabrik in Sachen sein. Aha. Was ist hier das? Ja, die Kraftstoffhaus. Ah. Die sind ganz schön groß. Wie haben die das Teil da rausgekriegt, Alter? Wieso holen die das Ding raus, bauen das aus dem Teil raus, um es dann dahin zu schmeißen? Das ist schwer, das ist ein Schrotthändler. Du hast doch Geld gefehlt. Ich glaube, das ist schwer. Also wenn sie es bis hierhin kriegen, dann hätten sie es auch bis hoch gekriegt. Alles Schaltschränke. Guck mal, die haben sich sogar die Fliesen versucht zu klauen.
No Tank. Geht's dann weiter? Cool. Das ist ein riesiger Raum. Guck da oben die alte Lampe, oh, wie cool. Da müssen doch Leute ewig gehuckt haben, um hier das alles auseinander zu schrauben. Warum sind da Kieselsteine unten? Trafo-Kieselsteine, ist das ein Kabel? Boah, sag mal da hinten, was ist denn da? Geht. Ah. Gut. Wo? Wie, das hat da gestanden? Und die sind hingegangen und haben das. Wie? Da guck überall, guck, da haben sie wahrscheinlich gesucht, die Decke. Guck, guck was alles ab da. Guck mal, haben wir abgeschnitten. Da waren wir noch nicht. Da sind wir mal eben zurückgegangen. Hier, genau. Das? Ausgleichsbehälter. Was haben wir hier? Was haben wir Kraftstoff? Haben die das alles von oben hoch runter pumpen können wahrscheinlich, gell? Oh, ich denke, das kann man auch mal. Ja. Das war so ein Sprechrohr. Hast du auch eben gesagt oben. Nee, was steht denn da drauf? Ouvert und Ferne, was heißt denn das? Ouvert und Ferne. Ich kann überhaupt kein Französisch, also nicht lachen, wie ich das ausspreche. Ich kann es einfach nicht. Gut. Ich kenne nur Sorti Agouchen, Sorti Artois. Salut, une baguette, s'il vous plaît. Das war's. Ja, wenn ich Zug fahre. Habe ich zwar schon lange nicht mehr, aber es hat, ist hängen geblieben. Ein Baguette kaufe ich gerne in Frankreich. Wartungsschacht oder irgendwas. Ich habe mal die Lüfter und die Filter und Sieb. Hat es schon geklaut. Das hier dürfte noch. Sehr bequem. Wir können jetzt hier immer rumladen, wir können auch alles nach oben bringen, aber hier finden Sie. Mach du bist heute Führer. Was ist das? Badezimmer. Zum Putzer. Hier war wahrscheinlich irgendwas. Ja. Cool. Das hier. Genau neben dem Teil da. Sehr romantisch. Hier hast du geschissen, hier hast du geduscht, das Teil haben sie schon abgemacht. Hier ist noch ein Lüftchen. Aktiv. Da ist noch einer, die haben sie nicht rausgemacht. Sieht der von oben aus. Kann ich da mal reingucken. Alles wieder mit Aktivkohle befüllt. Handvoll. Hier war ein Motor, wo du draufstehst, wo ja. Das Gebläse hier noch eine Kuppellager. Original. Reiselager. Noch guten Zustand. Funktioniert. Oh, kommt frische Luft raus, na gut. Allein so eine Tür, was wegen die Duschkabine, gell? Was heißt das? Desabille, ja. Jo, rein schon. Gar kein Durchblick, ey. Ist das Boden oder ist das Scheiben? Hm?
Die Pisse. Qualität, oder? Qualität. Geh weiter. Warte. Da hinten waren wir noch nicht. Das Ding ist ja riesig. Dusche? Ist da ein altes Telefon drin da unten? Sieht aus wie ein Telefonhörer. Das Ding, wo ich drauf vielleicht, oder? Nicht weg. Es waren Duschen hier, oder was?